Wir gucken uns heute einmal ein Video an, was sich ein bisschen auf dieses Yu-Gi-Oh! Scheiße-Thema fokussiert. Zumindest ist das der Kontext, den ich aus dem E-Titel nehmen kann. Ich wollte eigentlich zu dem Freak-Video eine Reaction machen, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte so, ah komm, Sebastian auf kleinen YouTubern ist halt nicht ganz so mein Ding. Niska und CK haben es trotzdem gemacht, ich habe es dann trotzdem gelassen. Aber ich dachte mir, ich könnte mir einmal dieses Video angucken, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Und mal gucken, ob ich meinen Senf zu Yu-Gi-Oh! Sagen kann, denn ich finde Yu-Gi-Oh! Ist ein tolles Spiel. In den meisten Fällen, es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die man kritisieren kann bei Yu-Gi-Oh! Das Video heißt übrigens Yu-Gi-Oh! Meine Kritik und Hassliebe. Let's go! Derzeit scheint es ja beliebt geworden zu sein, Yu-Gi-Oh! Zu bashen. Und das sowohl im deutschen als auch im internationalen Bereich. Ja. Ich denke mal, einige von euch, die im deutschen Yu-Gi-Oh! Bereich unterwegs sind, haben bestimmt schon die Reaction von Niska oder CK auf ein bestimmtes Video gesehen. Auch ich habe das Video gesehen und ich muss sagen, ich war zugegebenerweise etwas enttäuscht. Heutzutage spielt man eigentlich nicht mehr Yu-Gi-Oh! Frage ist halt, wovon enttäuscht? Von der Reaction selber oder von dem, was Freak in seinem Video gesagt hat, der jetzt gerade unter mir ist? Gegen seinen Gegner, sondern man spielt mit sich selbst solitär. Ein paar ja. Was ist aus dem Konzept geworden von ich bin dran, dann bist du dran? Und das auch nicht. Der YouTuber, der das Video erstellt hat, wurde sowohl in den Reactions als auch in den Kommentaren sehr stark kritisiert und verbessert, sodass er nicht nur eins, sondern zwei Antwortvideos erstellen musste. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schade, denn einige Punkte, die in dem Video angesprochen wurden, sind tatsächlich valide Gründe, das Spiel zu kritisieren. Leider ließen die Argumente an dem Punkt etwas zu wünschen übrig. Okay, klär mich auf. Problem hier, ich habe mehr oder weniger einfach gegoogelt und das erstbeste Ergebnis genommen. Aber ihr müsst es wie gesagt so betrachten, ich verdiene kein Geld damit. Das heißt, ihr könnt doch nicht von mir verlangen, dass ich mich dann hinsetze und Stunden um Stunden an Recherche reinstecke. Nun auch ich verdiene mit meinen Videos keinen Cent. Wenn man jetzt ein Kritikvideo macht und in diesem Kritikvideo sagt, Yu-Gi-Oh! Ist teuer, das TCG, mit dem man sich offensichtlich ja nicht beschäftigt hat, dann kannst du den Punkt doch nicht machen, wenn du das doch offensichtlich nicht weißt. Und wenn du das nicht weißt, musst du halt recherchieren, damit du halt den Punkt bringen kannst. Und wenn du den Punkt nicht recherchiert hast, kannst du den Punkt ja auch nicht bringen. Das macht doch gar keinen Sinn. Gib mal meine Meinung zu dem Thema ab, da, wie bereits gesagt, einige Themen, die angesprochen wurden, tatsächlich Dinge sind, die man kritisch betrachten kann. Bin gespannt. Ich werde mich in dem Video auf das generelle Gameplay des Kartenspiels beziehen und auch wenn einige der genannten Punkte auch in Master Duel zum Einsatz kommen oder ich Master Duel Gameplay im Hintergrund zeigen werde, werde ich mich nicht um Master Duel spezifische Mechaniken kümmern. Also generell um alles. Außerdem werde ich weder zu den Kartenpreisen noch über Konami als Firma selber sprechen. Heute soll es rein um das Gameplay des Yu-Gi-Oh! Kartenspiels selbst gehen. Das ist grundsätzlich ein guter Ansatz, zu sagen, ey, Preisen erstmal schon ist egal, mir geht es erstmal ums Game an sich. Da kann man definitiv einige Sachen kritisieren, aber ich habe dazu auch definitiv ein paar Meinungen und ich glaube, unsere Meinungen werden wahrscheinlich gleich ein bisschen kollidieren. Das ist wahrscheinlich das, was wir erwarten werden. Ich bin ins Game erstmals 2016 zurückgekommen, nachdem ich über 10 Jahre lang nichts mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hatte. Okay. Zuerst ausschließlich Casual, habe ich dann angefangen, so Anfang 2018 auf kompetitiven Turnieren zu spielen. Du bist ja immer. Da denke ich, kann ich in dem Punkt sowohl von jemandem, der als moderne Yu-Gi-Oh! Zurückgekommen ist, als auch aus der Sicht eines semi-kompetitiven Spielers sprechen. Ja und nein. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt 2016 eingestiegen bist oder wenn du jetzt 2022 oder 2023 eingestiegen bist. Denn 2016 war das Spiel halt doch deutlich langsamer. Ich finde, die Geschwindigkeit im Game hat zugenommen, als Konami die Master Rule 4 wieder zurückgezogen hat. Und da wurde halt das Game extrem schnell. Ja, weil 2016 war auch noch so, dass wir zwar viele Combo-Decks hatten, aber es war jetzt nicht so ein krass schnelles Spiel im Vergleich zu dem, wie wir es heute spielen. Wenn ich mir jetzt die letzten 7 Jahre angucke, ist das schon ein krasser Unterschied, was du als erste Erfahrung quasi mitnimmst. Es geht mir hierbei nicht darum, Negativität zu verbreiten, auch wenn vielleicht der ein oder andere Kommentar etwas schwer zu unterdrücken ist. Noch geht es darum, anderen den Spaß am Spielen zu nehmen. Wenn ich das Spiel tatsächlich hassen würde, dann würde ich es nicht spielen. So obviously. Ist es. Dennoch möchte ich einige Punkte ansprechen, die mich persönlich stören, aber auch gleichzeitig ein paar Punkte widerlegen, welche immer wieder in dieser Diskussion genannt werden. Let's go. Ball of Text. That's true. Yu-Gi-Oh! Kartentexte sind besonders im Vergleich zu anderen TCGs sehr lang und schwer zu lesen. Und das meine ich wortwörtlich. Gerade bei einigen Karten ist der Text so klein geschrieben, dass es wirklich schwer wird, den Text mit bloßen Augen zu erkennen. Ich selber gehe auf die 30 zu und muss jetzt schon fast jede Karte wie so ein alter Mann ganz dicht ans Auge hinhalten, nur um die einzelnen Wörter erkennen zu können. Ja, das Problem dabei ist, dass, und das ist halt wieder das Kernding von Yu-Gi-Oh! Wir haben in Yu-Gi-Oh! Halt kein Ressourcensystem. Das bedeutet, eine Karte, wo drauf steht, zieh zwei Karten. Das ist eine Karte, die kannst du super einfach drucken, wie jetzt gerade das Beispiel genannt hat. Es gibt auch garantiert in Magic und Pokémon Kartentexte, die länger sind.
Das Problem ist halt nur, die Karte kann halt nur so viel tun mit den Ressourcen, die du verfügbar hast. Aber in Yu-Gi-Oh! Ist es halt so, du hast halt auf einen Schlag halt alles verfügbar. Deshalb musst du mit den ganzen Texten Conditions reinschreiben. Du musst die Once per Turn Clause reinschreiben. Du machst Beschwörungsbedingungen rein. Und diese Sachen, die nehmen halt extrem viel Text weg. Man kann das definitiv besser machen, damit wir weniger Texte haben, aber das ist ein Großteil von Karten. Manche Karten haben zwei, drei Effekte, also dann haben die vier, fünf Conditions und dann ist der Text halt so lang, weil die versuchen, Sachen zu verbieten und deshalb sind die Kartentexte so lang. Aber eigentlich macht die zwei Sachen, die gar nicht so schwierig sind. Ne, das ist halt offenbar so das Ding. Dafür ist auch, dass Konami sich weigert, Keywords einzufügen. Ja. Keywords sind ein hilfreiches Tool, welches bereits von anderen Kartenspielen wie Magic oder Hearthstone verwendet werden, um ausgefallene Effekte, die sich über mehrere verschiedene Karten gleichsam finden lassen, zusammenzufassen, ohne jedes Mal die Definition ausschreiben zu müssen. Begriffe wie Flying, Death Touch, Taunt oder Battlecry sind Begriffe, die sich auf vielen verschiedenen Karten wiederfinden. Und auch wenn dies zunächst bedeutet, dass besonders Neulinge Probleme damit haben werden. Ja, darauf wollte ich eingehen. Dass halt, wenn du halt als neuer Spieler reinkommst, du erstmal die ganzen Keywords lernen musst, damit du weißt, was die Karten tun. Der Gegenpunkt ist, dass du aber auch wissen musst, wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert, bevor du verstehst, was die Karte tut. Das heißt, es macht halt an sich keinen Unterschied, wenn du halt eine Definition von einem Effekt lesen musst. Sagen, okay, Piercing heißt durchschlagender Kampfschaden. Das gibt es in Yu-Gi-Oh! Auch, weil Piercing ist halt essentially ein Keyword. Das heißt, musst du halt nachlesen. Und wenn das halt mehr Sachen werden, dann wüsstest du halt, da sind Keywords in dem Game drin, die ich halt nachschlagen muss. Und dann könntest du Konami halt so eine Sache erstellen, wo die ganzen Keywords draufstehen, die erklären, was die tun. Das wäre deutlich einfacher und es würde auch den Kartentext reduzieren, um zu verstehen, was die Karten tun. Also ich finde Keywords an sich gerade bei Yu-Gi-Oh! Vielleicht eine sehr, sehr gute Idee. Solange sie nicht gerade ein Regelbuch neben sich aufgeschlagen haben, gilt dies nur für die ersten Handvoll von Spielen. Ja. Generell sind Kartenspiele voll mit Momenten, wenn jemand, der neu damit konfrontiert wird, komplett überfordert sein wird. Ja, Wie auch so ist ziemlich normal. jede andere Aktivität, die ihr jemals in eurem Leben getan habt und tun werdet. Es Genau. ist völlig egal, ob ihr lernt zu kochen, ob ihr Musikinstrument lernt, ob ihr einen Sport lernt oder ein Spiel. Ihr werdet am Anfang von jeder Sache überfordert. Das Ja, ist einfach das so. ist Das ist true. kein Argument zu sagen, ja, man wird am Anfang davon überfordert sein, man ist immer überfordert. Die Tatsache Ja. ist, dass die meisten Menschen ziemlich gut darin sind, Dinge zu verinnerlichen, wenn man sie immer und immer wieder sieht oder hört. Und nur weil etwas verwirrend oder nicht vollkommen einsichtlich am Anfang ist, verringert es in keinster Weise seine Nützlichkeit auf lange Sicht betrachtet. Das ist dann auch normalerweise die Stelle, wo Was ich dann dabei wieder sagen muss, ist, dass halt Yu-Gi-Oh! So komplex ist, dass es auch extrem lange braucht, bis du halt dahin gekommen bist. Denn wenn ich mir halt so Games wie Hearthstone, wie Magic und sowas angucke, klar, es gibt auch diese Momente, wo es halt komplex wird. Das Problem ist halt nur, die Komplexität von Yu-Gi-Oh! Fängt quasi hier an, von beschwören Monster, aktiviere eine Karte, zu, ja, wenn du eine Karte aktivieren möchtest, die irgendwelche Kosten hat, aber der Gegner hat eine Karte aktiviert, die dich nicht auf den Friedhof liegen lässt, kannst die Karte gar nicht jetzt aktivieren. Und von hier dahin zu kommen, das ist halt schwierig. Also die Interaktion zwischen Karten untereinander ist super schwierig in Yu-Gi-Oh! Und das verstehe ich bei neuen Spielern auf jeden Fall. Wo ein Konterargument aufkommt, Keywords sind zwar an und für sich ganz nützlich, aber die Karten und Effekte in Yu-Gi-Oh! Sind zu komplex und zu unterschiedlich, als dass man sie in einzelnen kurzen Wörtern zusammenfassen könnte. Ja und nein. Du könntest halt Keywords einführen, die dann danach noch kurz spezifizieren, was für ein Teil von dem Keyword genommen ist. Zum Beispiel, wir hatten letztens ein Video von MBT, wo die halt so Keywords besprochen haben, wo dann stand so Ward und dann stand daneben halt Battle, Card Effect, Non-Targetable. So, und dann hättest du quasi Ward, was heißt Schutz und dann kann nicht getargetet werden, kann nicht zerstört werden, die Kampf- oder Karteneffekte. Das wäre trotzdem deutlich kürzer, also sagen, diese Karte kann nicht die Kampf- oder Karte zerstört werden, blablabla. Das ist kürzer und es gibt dir quasi ein Keyword und dann Spezifikationen davon. Das kannst du trotzdem machen. Behältst die Komplexität bei, aber kannst es trotzdem simpler verfassen. Und ja, ich bin mir auch bewusst, dass nicht alle Arten von Effekten in einfachen Keywords zusammengefasst werden können. Master Endymion hätte am Ende auch irgendwie sieben oder acht Keywörter und das würde ehrlich gesagt seinem Ruf an dem Punkt jetzt auch nicht mehr wirklich helfen. Aber gerade generische Begriffe wie Piercing Damage, Floating Effekte müssen nicht jedes Mal als vollen Satz ausgeschrieben werden. Da würde man sich schon Ja. einiges an Platz sparen auf einigen Karten. Das stimmt. Die OCG hat in Hinsicht Kartentext bereits vorgelegt, da dort einzelne Effekte klar voneinander getrennt sind. Und das ist so ein Punkt, ne? Das verstehe ich nicht, warum das im TCG nicht genauso ist. Zu sagen, 1, 2, 3, das sind verschiedene Effekte, das hilft doch jedem, das zu sehen, dass das drei verschiedene Effekte hat, das Ding. Und ich verstehe nicht, warum das in Yu-Gi-Oh! Nicht so ist.
Also im TCG. Ich verstehe es einfach nicht. Bei uns hingegen müssen Neulinge eine Karte einfach mehrmals lesen, um zu verstehen, ist das jetzt alles ein Effekt, das zwei Effekte, gehören die Kosten zu dem ersten oder zum zweiten Effekt? Ja, das ist ein bisschen schwierig für Neulinge zu verstehen. Ja. Da wir gerade vom Kartentext selber reden, Konami hat ab dem Jahre 2011 ein gewisses System bei uns im TCG eingeführt, wie sie ihre Karten schreiben. Ja. Das Ganze wird Problem Solving Card Text oder auch PCT genannt. Mhm. Das Ganze kann man sich als eine Art Grammatikregel für Yu-Gi-Oh! Karten vorstellen. Und das ist auch etwas Gutes. Aktivierungsbedingungen ja. stehen vor einem Doppelpunkt, Aktivierungskosten sind mit Strichpunkt markiert, etc. Das macht es für jemanden wie mich, der... Also PCT ist der Faktor, woran du erkennen kannst, wie eine Karte funktioniert. Manchmal hilft er dir aber auch nicht, weil Karten manchmal mit anderen Karten so interagieren, dass du die Interaktion trotzdem wissen musst. Und da wird es manchmal ein bisschen schwierig. Wenn man neue Karten liest, sehr einfach zu verstehen, wie die Karte funktioniert. Ja. Für jemand, der gerade erst wieder ins Game zurückkommt, bedeutet das, dass man erstmal Grammatikregeln und Satzstrukturen lernen muss, um überhaupt mal im Ansatzweise zu verstehen, wie deine eigenen Karten funktionieren. Aber das wird doch das Gleiche, wenn du Keywords einfügst. Da müsstest du doch auch das lernen. Also ob du jetzt lernst, Semikolon heißt, alles davor sind Kosten, und Doppelpunkt heißt, dieser Effekt aktiviert sich, der jetzt kommt. Das ist quasi ein Doppelpunkt oder ein Semikolon oder Kost, wenn das da steht. Das musst du doch trotzdem auch erstmal lernen. Also das macht für mich keinen Unterschied. Ne, klar ist es halt grammatikalisch vielleicht ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Aber grundsätzlich macht das doch an sich keinen Unterschied. Von den Karten des Gegners, die du während des Spiels lesen musst, ganz abgesehen. Das System ist auf der einen Seite sehr nützlich, gerade wenn man bereits drin ist. Als Spieler kann man dadurch sehr einfach verstehen, wie die Karten funktionieren, aber es ist einfach nur für Neueinsteiger unnötig kompliziert und sollte in der Zukunft definitiv überarbeitet und gekürzt werden. Also ich finde, PCT an sich ist eine gute Sache. Du musst halt PCT kombinieren mit Keywords und mit solchen Sachen, die Effekte einfacher zu erkennen machen. Ich finde, eine Kombination zwischen Keywords, dem Aufteilen von Effekten durch eine 1, 2, 3 und halt dann den PCT, dass man halt sagt, PCT, Keywords und halt diese Strukturierung, das macht halt durch die Sachen so viel einfacher. Ich glaube, ich werde mal ein Video machen, wo ich ein für mich ideales Kartendesign erstelle, wo es für jeden einfacher ist, in das Game einzusteigen. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Wenn ihr das haben wollt, lasst mir mal einen Kommentar in den Kommentaren da, ob ihr sowas wollt. Denn ich glaube, da ist viel Potenzial, um sowas besser zu machen. Denn wenn ich mir zum Beispiel Rushville angucke, gibt es viele Dinge, die ja besser machen, als wir dem TCG haben. Spieler kriegt ein Brett und haut es dem anderen auf den Kopf. Unsinn, du unterschätzt uns. Komplizierter, jeder Spieler kriegt zwei Bretter und haut sie dem anderen auf den Kopf. Schach. Eines der großen Probleme, das ich mit dem Spiel sehe, ist, dass heutzutage einfach nicht mehr ausreicht, Karten zu lesen, um sie zu verstehen. Du musst auch viele versteckte Mechaniken und Interaktionen kennen, die dir einfach niemand erklärt. Versuch mal einem neuen Spieler zu erklären, warum er den Effekt benutzen darf, wenn er Dupe Frog für eine Link-Beschwörung weglegt. Auf der Karte steht doch ganz, wenn diese Karte vom Feld auf den Friedhof gelegt wird und ich lege sie vom Feld auf den Friedhof, warum darf ich den Effekt nicht benutzen? Das ist ein guter Punkt. Sollte meiner Meinung nach in Yu-Gi-Oh! Auch nicht existieren, dass Karten das Timing verpassen können. Wenn man aber einem Spieler erklärt, was das bedeutet, wenn eine Karte sagt, wenn du Kanzeffekte haben die Möglichkeit, sich nicht zu aktivieren, weil das Letzte sein muss, was passiert ist. Wenn du sagst, diese Karte sagt, wenn diese Karte auf den Friedhof geht, kannst du das machen. Du tributierst die Karte für ein anderes Monster und das Letzte, was passiert ist, ist nicht, die ist auf den Friedhof gegangen, sondern ein Monster wurde beschworen. Wenn du das erklärst, verstehen die meisten Leute das auch. Es gibt natürlich ein paar andere, kompliziertere Sachen, warum die Effekte nicht triggern können, aber das ist ein Punkt, da bin ich komplett dabei. Ich finde, das ist ein Thema, das sollte in Yu-Gi-Oh! Halt gar nicht existieren. Ich finde das komplett ein Schwachsinn. Das ist halt ein Balancing-Akt, der so nicht hätte sein müssen. Dazu kommen noch so viele Interaktionen wie Chainblocken, Trigger-Effekte. Warum ist Discard von der Hand etwas anderes als von der Hand zum Friedhof senden? Das ist halt... Jetzt gehen wir wieder auf die verschiedenen Mechaniken ein. Und ich persönlich finde eigentlich cool, dass das verschiedene Dinge sind. Denn das heißt, es gibt dir halt vom Skill-Level her, wenn du diese ganzen verschiedenen Sachen weißt, den Vorteil gegenüber deinem Gegner. Und das ist für mich eine Art von Progression im Spiel. Je länger du dabei bist, je mehr Sachen du weißt, je mehr Knowledge du hast, desto besser kannst du solche Sachen auch verwerten. Gerade im Deckbuilding, in Kartenfindung, wenn du halt ein Deck baust. Ich persönlich finde das cool. Ich verstehe, warum das für einen neuen Steiger verwirrend ist. Aber wenn man den Leuten erklärt,
Du in Yu-Gi-Oh! Wenn eine Karte sich aktiviert und die sagt, wenn das passiert, kannst du das machen, dann kannst du auch nur, wenn das passiert, das machen. Dann sollte das eigentlich, wenn man dann sagt, okay, bei der Karte kannst du es nicht machen, weil die wirft nicht von der Hand ab, sondern die legt von der Hand auf den Friedhof. Das sind zwei verschiedene Dinge. Dann verstehen die das, glaube ich, auch. Aber ich bin auch der Meinung, meinetwegen könnten sie auch das zu einem machen, sagen, beides Discard wäre auch fein. Spell Speed und so weiter und so weiter. Es gibt einfach so viele versteckte Regeln. Chain Blocken, Spell Speed und Sachen sind halt keine versteckten Regeln. Chain Blocken selber ist irgendwie ein bisschen versteckt, aber auch da wieder, wenn man dem Spieler sagt, du kannst eine Karte und dann aktivieren, während die auf die schwimmende Karte reagieren möchte. Und wenn der Gegner zwei Karteneffekte hat, die sich halt gegenseitig halt andersrum setzen können, dann kannst du das halt nicht drauf aktivieren. Ich glaube, das ist auch nicht so schwierig zu verstehen. Ich glaube, diese manchen Sachen, die es halt wirklich kompliziert machen. Ich glaube, dass Yu-Gi-Oh! An sich per se ein sehr einfaches Spiel ist. Und diese ganzen Sachen, die dann halt obendrauf passieren, weil es halt so viel ist, ich glaube, das wird kompliziert. Aber wenn es halt Step für Step geht mit den verschiedenen Sachen, Spell Speed, ne? Chainblocken, die Trigger-Effekte, die Trigger, Mandatory, Nicht-Mandatory-Effekte. Ich glaube, wenn das halt so Schritt für Schritt passiert, kommst du relativ schnell in das Game auch rein. Wenn ihr ein paar davon sehen wollt, kann ich die Videos von dem englischen Streamer Distant Coder empfehlen. Der hat eine Videoreihe, wo er anderen Streamern Ruling-Fragen stellt, welche dann genau diese... Oh, bitte, bitte. Wenn ihr neue Spieler seid, guckt euch bitte nicht diese Videos an. Denn das sind halt so Ruling-Sachen, die halt extrem selten aufkommen, extrem komplex sind. Und selbst ein Pro-Player wie Joshua Schmidt, der Weltmeister in Master Rulers, by the way, Schwierigkeiten hat zu verstehen. Würde ich mir jetzt als neuen Spieler vielleicht nicht angucken. Diese komplexen Interaktionen, die ich hier gerade angespielt habe, die aufzeigt. Die Tatsache, dass das Game komplex ist, ist aber nicht nur was Negatives. Ja. So will ich das überhaupt nicht darstellen. Wäre das Game einfach nur normal summon pass und da wäre nicht mehr viel dahinter für 20 Jahre, dann würden wir uns nicht mehr über Yu-Gi-Oh! Aufregen. Wahrscheinlich nicht. Niemand würde es spielen, wenn es einfach so einfach geblieben wäre. Das stimmt wohl. Auch wenn die Komplexität des Spiels für erfahrene Spieler überschaubar ist, ist das Hauptproblem, dass niemand diese versteckten Regeln erklärt. Kein Guide von Konami, weder in Papierform noch in Master Rulers oder sonst irgendwo. Als Beispiel, externe und interne Summon sind Begriffe, die Spieler verwenden. Das ist quasi, um zu erklären, was kann Solemn Strike negieren als Beispiel. Das ist ein Beispiel, das wird so oft genannt und es gibt diesen Begriff. Und ich verstehe bis heute noch nicht, warum Leute nicht wissen, dass Konami dafür extra einen Begriff hat. Das sind Beschwörungen, die eine Kette starten und Beschwörungen, die keine Kette starten. Und das gibt es, das steht sogar im Regelbuch drin. Beschwörungen, die keine Kette starten, Beschwörungen, die eine Kette starten. Denn die einen werden durch einen Effekt ausgelöst, die anderen werden quasi einfach vom Spieler selber hinzugefügt. Und das gibt es. Wir haben uns quasi einfach darauf geeinigt, dass intern und extern einfach simpler ist, weil es zwei Worte sind. Anstatt zu sagen, startet eine Kette, startet keine Kette. Denke ich klar, ne? Und ich glaube, da ist auch wieder das Ding, dass die Leute nicht verstehen, dass man manche Karteneffekte nur auf die Sachen aktivieren kann, die auch passieren. Denn es gibt so oft dieses Ding, dass die Leute Solemn Judgment aktivieren auf eine Karte vom Gegner, wo du das gar nicht drauf aktivieren kannst. Denn der Gegner aktiviert einen Monster-Effekt. Zum Beispiel Galaxy Soldier. Der kann Lichtmonster discarden und sich selber spezial beschwören. Und die wollen Solemn Judgment aktivieren, das zu negieren. Geht aber nicht, weil Solemn Judgment Beschwörung annullieren kann, Spell Traps, das kann die annullieren. Und kein Monster-Effekt kann die annullieren. Und der Effekt, den wir gerade aktiviert haben, ist Galaxy Soldiers Monster-Effekt. Der würde sich spezial beschwören, das ist richtig, aber Solemn Judgment kann Beschwörung annullieren und nicht Effekte annullieren. Das ist ein Unterschied. Und das ist kompliziert, das verstehe ich, aber das mit dem intern und extern, ich bin mir relativ sicher, dass das wirklich von Konami im Regelbuch steht, mit den startet eine Kette, startet keine Kette. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das sind noch nicht mal offizielle Begriffe. Ja. Mussten wir als Spieler uns ausdenken, um aus dem ganzen Ruling-Mess halbwegs einen Sinn zu machen. Ja. Es ist einfach derzeit fast unmöglich, Yu-Gi-Oh! Zu lernen, wenn du niemanden hast, der dich an die Hand nehmen kann. Ein weiterer Punkt, der von vielen Ich glaube, dass man Yu-Gi-Oh! Für sich alleine schon lernen kann. Aber ich glaube, das ist doch bei den meisten Games so, dass du halt an einen gewissen Punkt kommst, wo du halt extern dir was dazu holst. Wenn ich jetzt zum Beispiel lernen wollen würde, wie ich einen PC zusammenbaue, bin ich auch komplett lost. So, wäre ich komplett lost? So, das ist halt für mich so ein Ding so, ich habe gar keine Ahnung davon, das heißt, ich muss erstmal die Sachen holen, wie es funktioniert. Das größte Problem, was halt Yu-Gi-Oh! Hat, ist, dass das Regelbuch nicht die Sachen abdeckt, wie Yu-Gi-Oh! Heute gespielt wird. Dass das Regelbuch quasi für das Spiel vor 25 Jahren konzipiert ist
und irgendwie nicht gecatcht hat, dass das Spiel heute anders funktioniert als damals. Zwar haben wir dieselben Grundregeln, aber die Spieler müssen halt andere Sachen wissen, bevor sie ins Spiel reingehen. Spielern angesprochen wird, ist, dass Yu-Gi-Oh! Zu viele Beschwörungsmechaniken hat. Nein. Es viel zu lange dauert, diese zu lernen und man alle davon kennen muss. Nein. Der Punkt jedoch ist im aktuellen Yu-Gi-Oh! Nicht mehr ganz richtig. Es gibt sehr viele verschiedene Beschwörungsmöglichkeiten. Geht. Sowie auch einzelne Ausnahmen innerhalb der jeweiligen Beschwörungsmechanik. Jedoch hat Konami, und da muss man auch mal sagen, einen guten Job gemacht die letzten Jahre mit dem Archetype-Design. Zumindest was die Beschwörungsmechanik angeht. Ich muss mich an der Stelle sehr zurückhalten, wenn es darum geht, Konami zu loben. Denn wie ihr noch sehen werdet, gibt es noch genug Negatives, worüber wir reden werden. Oh, dann wird es gleich richtig spannend. Archetypes heutzutage haben fast alle nur eine Main-Mechanik, sowie vielleicht eine Handvoll Link-Monster. Tierlament oder Despia spielen fast ausschließlich Fusion, Manadium und Sword Soul haben Synchro und Sprite ist einfach nur ein Link-Deck, was ein paar XYs spielt. Wenn ihr also ins moderne Yu-Gi-Oh! Zurückkommt, müsst ihr nicht sofort alle Mechaniken lernen, um euer eigenes Deck spielen zu können. Ihr müsst die eine Hauptmechanik eures Decks lernen und die Wobei ich sagen muss, auch da wieder, die Beschwörungsarten in Yu-Gi-Oh! die sind auch nicht kompliziert. Also sie sind wirklich nicht kompliziert. Du kannst so ziemlich alle Beschwörungsbedingungen bis auf Pendel super schnell zusammenfassen. Spezialbeschwörung steht auf der Karte drauf. Ne, weil es so viele verschiedene. Ritualbeschwörung, du brauchst einen Zauber, Monster. Das, was auf der Ritualkarte steht, macht Synchro. Du hast ein Empfängermonster und dann kannst du damit Synchro beschwören. Mit den beiden Monstern, die du auf den Friedhof legst. Das, was draufsteht, legst du auf dem Feld auf dem Friedhof, kannst das Ding beschwören. Klar, da gibt es noch ein paar mehr Sachen, aber das gehört dazu. XY-Monster, das, was draufsteht, legst du übereinander und das war's. Ich finde, die Beschwörungsarten in Yu-Gi-Oh! Sind nicht kompliziert. Die Ausnahmen machen es halt schwieriger, aber es gibt deutlich kompliziertere Mechaniken als jetzt das zum Beispiel. Denn es gibt doch Games, wo du Karten übereinander legen kannst. Ne? Ich habe das Monster und lege die andere Karte oben drauf, wenn ich was Bestimmtes vorher gemacht habe. Das gibt's ja auch. Das ist doch genauso wenig kompliziert wie jetzt das. Weil ich finde, Yu-Gi-Oh! Hat viele Sachen, die wirklich komplex sind. Aber diese Grundsachen, wie die Karten funktionieren, also Pendel, XYZs und so ein Scheiß, das sind Sachen, die kann man sich innerhalb von, weiß nicht, 10 Minuten angucken und versteht, wie du an diese ganzen Sachen rankommst. Ohne, dass man jetzt wirklich weiß, wie man diese Monster aufs Feld bekommt und keine Ahnung, so ein Scheiß. Aber zu verstehen, wie diese Karten funktionieren und sagen, ey, du brauchst das und dann funktioniert das halt so. Das ist nicht schwierig. Also das sehe ich halt komplett anders. Das finde ich wirklich nicht kompliziert. Anderen Mechaniken werdet ihr dadurch lernen, dass ihr gegen andere Decks spielt und dann werdet ihr, wenn ihr immer wieder dagegen spielt, werdet ihr langsam lernen, wie funktioniert ein Fusionsdeck, wie funktioniert ein Synchro-Deck. Aber das ist richtig. Ja, das müsst ihr nicht alles lernen. Ihr müsst nur eine einzige Mechanik lernen, um euer eigenes Deck spielen zu können. Naja, zwei in der Regel. Also mit zwei mindestens. Außer ihr wollt natürlich sofort mit einem Deck wie Draco Slayer loslegen, aber dann... Selbst schuld. Möge Gott euch helfen, weil ganz ehrlich, Konami wird es nicht. Ich weiß, dass du auf schäbiges altes Zeug abfährst, das kein Schwein mehr will. Aber ich gebe dir einen Rat fürs Leben und der besteht aus vier Worten. Neu ist immer besser. Power Creep. Power Creep. Yu-Gi-Oh! Hat keine Set-Rotation. Was bedeutet, dass jede Karte, die jemals geprintet wurde, solange sie nicht auf der Verbotsliste steht, könnt ihr spielen. Daraus ergeben sich meiner Ansicht nach mehrere Probleme. Zum einen müssen neue Decks immer besser werden, da ansonsten ja niemand die neuen Sets kaufen würde. Und das ist an sich auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn das Ganze für über 20 Jahre andauert und immer schlimmer und schlimmer wird, dann gerät man irgendwann an einen Punkt, wo neue Decks so stark sind, dass andere Decks wirklich gar keine Chance mehr haben. Wir hatten einzelne Spikes im Laufe der Zeit, wo einfach ein Deck sehr viel... Wobei ich sagen muss, dass was den Power Creep angeht, Konami in den letzten Jahren einen relativ soliden Job gemacht hat. Klar, die Decks sind halt ein bisschen schneller geworden, die sind ein bisschen konstanter geworden, aber der Output, den die Decks haben, der ist, finde ich, nicht mehr ganz so krass, wie wir es schon mal hatten. Ich habe das Gefühl, wir hatten so einen Punkt erreicht in Yu-Gi-Oh!, wo wir diese extrem krassen Combo-Decks hatten. Die haben ein Endboard gelegt mit 5 bis 7 Omni-Negates und du musst halt irgendwie gucken, dass du durchspielst. Ich habe das Gefühl, diesen Punkt haben wir in Yu-Gi-Oh! Nicht mehr. Wenn wir halt von dem Punkt, wo halt das der Standard war, an dem Punkt sind, wo das Deck dir halt verschiedene Arten von Interruptions halt hinlegt, haben wir doch den Power Creep, der halt da war, doch ein bisschen runtergesenkt. Weil klar, Decks machen halt mehr Dinge, mehr verschiedene Dinge, aber sie machen nicht mehr, dass du halt First gehst und instant das Game gewinnst. Klar, First gehen Yu-Gi-Oh! Ist immer noch besser, aber ich glaube schon, dass der Power Creep in den letzten Jahren nicht ganz so krass gestiegen ist, wie viele das immer behaupten. Denn wir hatten wirklich Decks, die wirklich so Tier 0 waren. Ich nehme jetzt mal Tier Elements, weil das das neueste Beispiel ist.
auch Tier-Elements, was ein ziemlich krasses Deck gewesen ist. Ist halt so, dass es hier trotzdem nicht 12 Omni-Negates hingelegt hat, gefühlt. Und das halt, spiel mal Yu-Gi-Oh! Es hat in deiner Runde gespielt, in seiner Runde gespielt, aber es hat dir halt nicht diese Omni-Negates hingelegt. Es war trotzdem das beste Deck und wahrscheinlich auch eines der besten Decks aller Zeiten. Aber du konntest trotzdem irgendwie spielen. Board und let's go. Und ich glaube, da hat Konami eigentlich eine ganz gute Kurve bekommen von diesem mach alles Combo-Decks und leg wieder zurück. Klar, doch und hier und da mal wieder so ein paar Combo-Decks auf, die halt sowas ähnliches machen. Aber dass wir wirklich wieder diese kompletten Omni-Negate-Endboards haben, ich finde, das kommt aktuell nicht mehr vor. Und deshalb finde ich, der Power Creep ist so ein bisschen, hat so diesen Spike gehabt. Ich würde sagen, so 2019, Anfang 2020 dieser extreme Nuke-Bandlist kam, wo auch dann Colossus gegangen ist. Diese ganzen Sachen, die ja diese kompletten Endboards halt so ein bisschen hops genommen haben. Ab da wurde es, finde ich, besser. Klar, man kann Elementspater vielleicht dazu rechnen, aber das war halt Corona-Zeit, das ist erstmal Wumms. Glaubt, das hat eine ganz gute Kurve bekommen. Viel stärker war als der Rest, aber an und für sich ist der Power Creep nicht außer Kontrolle geraten. Okay. Er ist einfach nur über einen sehr langen Zeitraum konstant angestiegen. Bedingt, ja. Wie ich gerade schon erwähnt habe, hatten wir einzelne Decks in der Vergangenheit wie Zodiac, Spiral oder auch letztes Jahr mit Ishizu Tier, wo du fast schon automatisch verloren hast, wenn du es auch nur gewagt hast, was anderes zu spielen. Joa. Ja, außer du hast Draco Slayer gespielt und einfach Necrovelli gesucht. Duh. In der Theorie schreit ja ein so offenes System geradezu nach Diversität. Die Realität jedoch, besonders wenn ihr in eurem Leben auch mal ein Game gewinnen wollt, ist, dass in der Regel nur 2, maximal 3 Decks pro Format wirklich viable sind. Das mag jetzt für den einen oder anderen... Ja, aber im aktuellen Yu-Gi-Oh! Format hast du, glaube ich, 12 Decks. Du hast halt definitiv so Formate, wo halt so 2, 3, 4 Decks so die Spitze sind von dem Meta und dann sich ein paar drunter tummeln und du halt mit den Decks nicht unbedingt da oben angreifen kannst. Aber aktuell, finde ich, ist das halt komplett offen. Ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile so viele Decks im Format, dass ich selbst, wenn ich meine Tierliste mache für Yu-Gi-Oh! Für das Meta-Format, ich Schwierigkeiten habe, die komplett einzuranken, weil es halt so viele sind, die auf einer ähnlichen Stufe sind. Ich persönlich als Competitive-Spieler finde das eigentlich nicht so geil. Ich finde es geiler, wenn es weniger wären. Gerade als Casual-Spieler müsste ich doch eigentlich feiern, dass ich mit vielen Decks spielen kann. Das Gegenargument ist aber wieder, wenn ich ein Casual-Spieler bin, muss ich halt auch viel mehr Decks lernen, damit ich weiß, was die tun. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, wenn ihr mich fragt. Wenn nur halt 3 Decks da sind und das sind die besten Decks, dann kann ich mit meinem nicht so guten Deck mich besser auf diese Decks vorbereiten, dass ich gegen die Decks halt gewinnen kann, als wenn ich halt ein nicht so gutes Deck spiele und ich habe halt 12 Decks, die alle oben rumtanzen, ist halt deutlich schwieriger. Deswegen, formatabhängig sind es nicht so viele Decks, aber gerade im aktuellen und auch letztes Jahr waren es sehr viele Decks. Natürlich, Tier Shizu hat es ein bisschen kaputt gemacht und auch die Sprite-Varianten dazwischen waren und Runic. Wir haben immer wieder diese Formate, wo wir extrem viele Decks halt auch haben. Meistens zu der Nashville-Zeit. Kann dann kein großes Problem sein und auf kompetitiver Ebene durchaus seine Vorteile haben, wenn man sich auf eine YCS vorbereitet und genau weiß, welche 2 bis 3 Decks man zu erwarten hat. Schadet aber den Casuals, die einfach nur auf Locals mit Trap Tricks oder Crystal Beast Structure Deck spielen wollen und dann einfach komplett zerrissen werden. Weil. To be fair, die werden aber auch von jedem anderen Deck zerrissen worden. Muss man auf faire Weise auch sagen. Ich habe gerade gesagt gehabt, es gibt eigentlich für die Casuals, es ist für die auch besser, wenn weniger Decks on top sind, weil die halt mehr Sachen haben, worauf die sich vorbereiten können, weil die müssen weniger Decks lernen. Also ich finde, das halt ist für eigentlich für alle ein Vorteil, wenn nicht super viele Decks oben im Format sind. Die Sache ist einfach, diese Meta-Decks, die sind nicht mehr besser als die anderen Decks, sondern die sind so viel krasser, dass mit einem Deck, was heutzutage rauskommt, wenn es nicht Meta ist, ist es so schwach, dass du schon verloren hast, bevor ihr euch hingesetzt habt. Hier muss man auch sagen, dass das Ganze... Ja und nein. Das kommt auch immer auf den Spieler an, der das Deck spielt, ne? Auf dem, wie du das Deck spielst, was für ein Deck du halt spielst, wie das Matchup von deinem Deck gegen das generische Deck ist. Weil es gibt halt inhärent Decks, die besser sind gegen andere Decks als vice versa. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du spielst Gravekeeper, ein Deck gibt schon 8000 Jahre, und der Gegner spielt Tier-Limits, so, dann müsstest du davon ausgehen, oh mein Gott, ich spiele Tier-Limits, ich spiele einfach so ein krasses Deck, dann die wird dann gehen einfach Necro Valley und dann hast du halt verloren. So, und das sind halt die Sachen, die man immer bei solchen Diskussionen vergisst. Gerade jemand, der auf Logos geht und der spielt 3 Structure Decks, der würde gegen jedes andere Deck auf die Fresse bekommen. Der wird gegen Fluffle verlieren. Der wird gegen Time Lords verlieren. So mit so einem Deck. Das ist, also, das macht ja, dieses Argument macht für mich halt einfach gar keinen Sinn. Aber ich gebe dir recht, dass wenn ein Deck halt sehr weit oben im Meta ist, dass die Decks, die unten drunter sind, schwieriger es haben, dagegen zu spielen. Wir sollten trotzdem vielleicht aufhören, Michael Schumacher zu vergleichen mit jemandem, der in Formula, was auch immer darunter gibt, irgendwie fährt und sagen, aber der ist viel schneller als der Ferrari ist ja auch viel besser.
ich weiß halt nicht, wo diese Comparison immer herkommt. Weil du vergleichst immer Messi mit jemandem aus der Kreisliga. Obviously ist der aus der Premier League, obviously ist der aus den besten Clubs der Welt besser als der aus der Kreisliga. Ich finde diesen Vergleich, der hadert immer so ein bisschen, wenn du halt gerade sagst, okay, ja, aber der mit seinem Locals hat dann gar keine Chance gegen einen anderen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber der Punkt ist auf jeden Fall richtig, dass wenn wir halt ein Deck haben, was wirklich Meta ist, wir nehmen ein anderes Deck, was nicht so gut ist, dass es extrem schwer ist, da ranzukommen. Den Punkt, dass man automatisch verloren hat, wenn man sich an den Tisch setzt, da gehe ich aber nicht ganz mit. Von Format zu Format schwankt. Ja, wir hatten auch Formate wie zum Beispiel das National Season letztes Jahr, wo es sehr viel diverser aufgestellt war, zu einem Punkt, wo sich einige Spieler aufgeregt haben, das Vorbereiten auf ein Event zu einer Qual wurde, ja. Weil du hast einfach keine Ahnung hattest, worauf du dich vorbereiten musstest. Dieses Jahr übrigens genauso. 11 Runden YCS gespielt und gegen 10 verschiedene Decks gespielt. Fun Fact, dieses Jahr, German Nationals, 11 Runden, 11 verschiedene Decks. Nochmal kurz für die Diversität. Einfach, dass wir zukünftig diese Tier-0-Formate einfach hinter uns lassen können und einen Mittelweg finden für die Competitive-Szene, wo die Meta aus 3-4 Decks klar definiert ist, aber der Rest der Playerbase ist nicht so weit hinterher. Natürlich, mir ist klar, wenn ihr ein Deck von irgendwie von vor 5 Jahren spielt oder sowas, dann habt ihr natürlich keine Chance gegen die aktuellen Decks. Und das ist ja der Punkt, den viele immer wieder sagen, oh mein Gott, ich kann Striker nicht mehr spielen, weil das ist jetzt schon 7 Jahre alt und ich will es trotzdem noch spielen. Und das ist doch, was die meisten immer sagen und dann nicht checken, dass ihr Deck einfach schon so alt ist, dass es halt irgendwann nicht mehr mithalten kann. Das ist leider normal. Also ich zum Beispiel, ich liebe Palio, ich liebe Frösche, ich liebe Gravekeeper. Das sind doch Decks, heutzutage einfach dadurch, wie die halt auch damals designt wurden, nicht mithalten können, wenn der Gegner halt irgendwie 5 Monster aufs Feld klatscht und du sagst halt, ist jetzt ein Spy. Macht einfach nicht so viel. Ich persönlich, ich liebe Trains. Aber Trains ist ein OTK-Deck. Das macht einfach Gosekken nicht genug Interaktionen, um gegen verschiedene Disruptions durchzuspielen, damit ich halt den OTK auch machen kann. Das muss man auch einfach akzeptieren und sagen so, leider ist es halt einfach so. Und ich kann mit dem Deck halt dagegen nicht mehr spielen. Aber ich will einfach, dass die Meta stabil ist und quasi, dass die Decks, die neu rauskommen, zumindest so stark sind, dass man nicht komplett hilflos ist. Ein weiteres Problem, welches der offene Kartenpool mit sich bringt, ist, dass es viele ältere problematische Karten in Yu-Gi-Oh! Gibt. Ja. Welche vielleicht jetzt gerade im Moment nicht gespielt werden, aber dadurch, dass die Karten für immer erlaubt sind, kann es schnell mal passieren, dass Leute eine Combo mit den neuen Karten herausfinden, wodurch man dann diese alten Karten abusen kann. Zum Beispiel Cyberstein. Die Sache, dass viele dieser alten Karten keine Restriktion, keine... Aber Cyberstein war auf der Bandlist und kam wieder zurück. Und jetzt ist er wieder auf der Bandlist. Ich verstehe das Argument macht auch durchaus Sinn. Es gibt manchmal so Degenerate-Karten, die super schwierig zu benutzen waren und dann gibt es irgendeinen Weg mit neuen Karten, die zu benutzen und dann ist es halt irgendwie unfair. Aber in der Regel landen die relativ zeitnah auf der Bandlist. Ne? Wir regen uns ja meistens über ein oder zwei Formate über die Karte auf und dann ist sie auch wieder weg. Kein Once per Turn oder einfach nur insane Floodgate-Effekte haben, die im heutigen schnellen TCG einfach schlicht und ergreifend Game-Breaking sind, ist einfach ein Problem. Floodgates. Was man an der Stelle aber unbedingt erwähnen muss, ist, dass es natürlich auch positive Seiten hat, wenn alte Karten wieder spielbar werden. Aktuelles Beispiel ist der Volcanic Support. Konami printet einfach eine Handvoll Support-Karten und schon kann ein älteres Deck von heute auf morgen wieder spielstark werden. Ist natürlich klasse für die Fans. Die Tatsache, dass alle alten Karten noch immer verfügbar sind, bringt jedoch ein sehr viel gefährlicheres Problem mit sich. Wenn wir jetzt mal zum Support sagen, ich finde übrigens, dass Konami einen relativ guten Job macht, was Supportkarten für alte Themendecks angeht. Denn auch wenn diese Supportkarten nicht immer Gamebreaking, Busted und Meta-relevant sind, sind sie trotzdem in der Regel immer gut für diese alten Deckstrategien. Denn wir haben jetzt letzte Tage über die Megatin gesprochen und da kamen ja 3 neue Karten raus. Für die TCG Exclusive Archetype, für Infinite Noble, für Spiral und für, was war das andere? Time Thief, mein Gott, was vergessen, Lieblingsdeck. Diese Karten selber sind jetzt nicht Gamebreaking, aber die sind für die Themendecks ziemlich gut. Und das macht Konami in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Und das ist, dass viele Spieler, die ins Game zu den alten Decks greifen, die sie noch von damals oder aus dem Anime kennen. Ja. Anstatt sich von Anfang an mit neueren Decks zu beschäftigen. Was nur darin endet, dass Anfänger sofort auf die Fresse kriegen und das Game quitten. Überlegt einfach mal. Ich glaube, die meisten fangen an, nicht mit den alten Decks, die wir früher kennen, sondern die meisten fangen wirklich an mit irgendwelchen Structured Decks. Deswegen glaube ich nicht, dass das so funktioniert. Viele Neulinge, denkt ihr, haben Master Duel das erste Mal gestartet und all ihre Gems für Dark Magician ausgegeben. Nur um dann von so ziemlich jedem Deck, was nach 2010 geprintet wurde, auf die Fresse zu kassieren. Holy Jesus, what is that? What the fuck is that? Going fast.
Okay, jetzt kommen wir langsam zu den Punkten, wo ich den größeren Backlash erwarte. Weswegen ich das nicht am Anfang des Videos gepackt habe, obwohl das eher die größeren Kritikpunkte sind, welche besonders neue Spieler am modernen Yu-Gi-Oh! Äußern. Sonst hätten diese Leute einfach das Video direkt abgebrochen und sich gar nicht erst den Rest angehört. Das Einzige, was bei dir Lappen lang ist, ist das Video. Meine Punkte anzuhören, bevor er mich in den Kommentaren beleidigt. Spannend. Yu-Gi-Oh! Wird, abgesehen von Master Duel, in einem Best-of-Three-Format gespielt. Jo. Der Spieler, der Game 1 anfangen darf, wird zufällig bestimmt. Danach bestimmt für Game 2 und Game 3 immer der Verlierer des vorherigen Games, ob er diesmal anfangen möchte oder ob er nochmal verlieren will. Spaß beiseite. Kleiner Beiß. Aber es ist halt besonders in den letzten Jahren, hat sich ein Trend entwickelt, dass Going Second in modernem Yu-Gi-Oh! Einfach kaum noch viable ist. Das sehe ich anders. Das ist natürlich keine Faustregel und es gibt ja auch Decks und Formate, wo das nicht der Fall ist, aber ich rede hier einfach von einem generellen Trend. Decks können einfach Turn 1 ein so starkes Board aufbauen, dass meistens sogar ein Dark Ruler oder ein Evenly einfach nicht mehr genug ist, um das gegnerische Board zu brechen. Diese Decks werden von den Casual-Spielern... Ja, aber die Erwartung... Warte mal. Du sagst, Go First ist so unfair, dass es sogar nicht mal reicht, mit einer Karte den ganzen Turn vom Gegner hops zu nehmen. Natürlich nicht. Das sollte auch nicht so sein. Also ich finde, wenn man mit einer Karte, einer Karte von 6 Handkarten den Gegner komplett hops nehmen kann, haben wir ganz andere Probleme. Ich finde Boardbrecher, Go Second Karten super wichtig. Aber wir müssen trotzdem nicht vergessen, wenn du jetzt angefangen hast und du hast dein Board aufgebaut mit verschiedenen Iterationen, so und dein Gegner kann mit einer Karte ein komplettes Board hops nehmen und noch 5 andere Karten, das sollte auch nicht das Ding sein. Ich gehe nochmal auf den Punkt ein mit Go First, ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Go First war schon eigentlich immer der bessere Weg, um mehr Karten zu kriegen, um das Board so aufzubauen, dass der Gegner im Nachteil ist. Das ist schon immer so. Das ist auch bei fast allen Spielen so, wenn du halt anfängst, kannst du in der Regel halt besser spielen. Das ist auch, ich weiß nicht, wie es bei Magic und sowas ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Magic und bei Pokémon sowas auch so ist, wenn du halt anfängst, dass du halt einfach inhärenten Vorteil hast. Und meiner Meinung nach sind die Endboards fairer geworden, die Decks machen, und die Tools, die wir bekommen haben, um gegnerische Boards auseinander zu pflücken, sind auch deutlich besser geworden. Also wir haben mehr Karten für Go Second, wir haben nicht so viel, was die Go First machen in Relation. Wir haben mehr Handtricks bekommen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die Tools, die wir Go Second kriegen, sind halt deutlich stärker geworden. Also nicht nur, wir haben mehr davon, die sind auch stärker geworden. Ne? Weil so Sachen wie Evil Magic, die wir 2017 bekommen haben, Dark Ruler 2019, Nibiru. Das sind Sachen, die uns Go Second halt extrem helfen können, wenn der Gegner halt anfängt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich habe das Gefühl, dass Konami so langsam diese kleine Balance schaut zwischen Go First und Go Second, dass wir langsam an diesen Punkt drankommen, wo das ein bisschen näher zusammenrückt. Wenn du jetzt Go First gehst, ist es nicht automatisch gewinnst. Und das sehen wir auch bei den Turnieren, dass du von Go First immer einen kleinen Vorteil hast. Das ist normal, das soll auch so sein, meiner Meinung nach. Aber dass es nicht mehr so krass ist, wie es jetzt 2017, 2018 gewesen ist, wo du diese kompletten Endboards rausgelegt hast. Selbst 2016, als die Endymion-Karten kamen, oder 2017 in den Dreh, dieses Structure-Deck, wo du wirklich halt auf so viele Negates geändert bist, dass du einfach nichts machen konntest, außer halt irgendwie Kaijus zu packen oder so Scheiß. Ne, deswegen, das sehe ich nicht so, dass es in den letzten Jahren Go First besser geworden ist. Oftmals auch als Solitärdecks bezeichnet. Decks, die Turn 1 15 Minuten mit sich selber spielen, ein unbrechbares Board aufbauen, wenn nicht sogar dir die Handkarten wegnehmen oder Burn-Schaden verursachen. Ja, okay. Das ist meiner Meinung nach aber nicht fair zu sagen. Ja, natürlich gibt es diese Art von Decks. Ein großer Teil der Videos, die ihr hier auf meinem Kanal finden könnt, sind genau solche Combo-Videos. Darum wäre es Unsinn, wenn gerade ich derjenige wäre, der behaupten würde, dass diese Decks nicht existieren. Ja, aber wenn wir das doch trotzdem nicht, dass sie ein unbreakable Board hinlegen. Es ist schwierig durchzuspielen, klar. Ich gehe mal auf die Aussage zurück. Wenn ein Dark Ruler nicht reicht, ist halt doof. Ich finde, eine Karte sollte nicht so viel machen können, dass sie ein komplettes gegnerisches Board hops nehmen kann. Das ist auch nicht fair. Man muss ja trotzdem so ein bisschen reasonable sein, was halt fair ist und was nicht. Dazu kommt noch, dass manche Bossmonster wie aktuell Kashtira Rysehard oder Towermonster wie der Arrival Edignister einfach für viele Decks unmöglich zu outen sind. Rysehard zu outen ist natürlich gar nicht so schwierig, nur der liegt ja nicht alleine da, das ist meistens das Problem. Wenn man nicht das spezielle Non-Engine-Out sieht, wie ein Kaiju oder ähnliches. Natürlich gilt das aber nicht nur für Combo-Decks. Control-Decks haben in den letzten Jahren auch saftig zugelegt und es gibt inzwischen schon einzelne Fallenkarten, die direkt den ganzen Spielzug des Gegners überspringen, beziehungsweise... Dazu muss man sagen, Eradicator ist glaube ich von 2012 oder so, D-Bear ist von 2017, Anti-Spell ist von
2010 oder so und Skyrim Reach 2006 oder so. Also das ist nicht mittlerweile so, die Karten gibt es schon ewig. Sie hätten überhaupt nicht mehr am Duell teilnehmen lassen. Okay, okay. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich abschreckend. Mal ganz kurz, platt geht's. Richtiger Hater. Die sind wahrscheinlich nicht unnötig fürs Spiel, aber ich finde sie trotzdem furchtbar. Besonders wenn ihr gerade erst mit dem Game anfangt. Jedoch ist dies nicht immer der Fall. Ich werde jetzt gleich dann noch über Handtraps reden, aber so viel sei an der Stelle schon einmal gesagt. Hätten wir keine Handtraps, wäre das Game ausnahmslos solitär und jedes Spiel wäre nach Turn 1 vorbei. Des Weiteren dachte sich Konami, sie geben uns zusätzlich zu Handtraps, geben sie uns Boardbreaker. Falls ihr den Begriff Boardbreaker nicht kennt. Boardbreaker bezeichnet man im Allgemeinen Karten, die gezielt so designt sind, dass sie euch selber nicht helfen, sondern einfach nur im Alleingang das gegnerische Feld aufräumen. Evenly Match, Dark Rule. Sollte nicht im Alleingang. Das sind einfach Karten, die dir helfen, das gegnerische Board halt zu brechen. So sollten wir es definieren, denn es sollte keine Karte geben, die im Alleingang das gegnerische Board komplett aufnimmt. Weil dann lassen wir das Punkt, ich habe diese eine Karte gezogen, Gegner verloren. Das ist auch genau dasselbe Prinzip, wenn du sagst, okay, der geht first, er gewinnt, spielt solitär. Dann gehst du second, okay, aktivierst die Karte und dann, ja, hast gewonnen. Ja, das ist auch nicht the way to go. Lightning Storm oder Harpy's Feather Duster, je nachdem, gegen was ihr spielt. Könnt schon im Alleingang Games gewinnen, ohne dass ihr überhaupt eine einzelne Karte von eurem eigentlichen Deck spielen müsst. Und das Problem an der Sache ist, dass sich Combo-Decks und Boardbreaker gegenseitig immer wieder hochschaukeln. Mein Board braucht 1-2 Bossmonster mit Omni-Negates, sonst verliere ich gegen Evenly Match. Dark Ruler klärt mehrere Monster in Omni Gates und schon fangen Combo-Decks an, Konterfallen zu suchen, um Dark Ruler zu outen und so weiter, das schaukelt sich immer weiter hoch. Ja, aber dann machst du halt anstatt Dark Ruler, spielst du halt dann Kaijus. Oder statt Evenly spielst du halt Dark Ruler und Evenly. Also es gibt ja immer dieser Balancing-Akt zwischen, was spiele ich halt, was machen die Decks denn überhaupt. Ja, keine Ahnung. Der Unterschied zwischen einem Handtrap-Format und einem Boardbreaker-Format ist, dass in einem Handtrap-Format, also einem Format, in dem jeder Spieler 12 bis 15 Handtraps spielt, keiner weg. Handtrap-Formate sind Formate, wo die Leute versuchen, mehr als 15 Handtraps zu spielen. Und dass Handtraps entscheidend sind, damit du das Game nicht verlierst. Und das ist meistens dann, wenn ein oder zwei Decks im Format sind, die, wenn du die nicht in deren Zug stoppst, du Schwierigkeiten hast, wenn du Second gehst, dagegen zu gewinnen. So Formate haben wir zum Glück nicht ganz so häufig. Eine Karte davon ist immer, wenn wir sowas haben, ob Droll eine Karte ist, die im Format sehr viel gespielt wird, im Main Deck, oder halt eher nicht so viel. Wenn wir mehr Droll im Main Deck sehen, heißt es immer, dass wir halt ein Problem haben mit den Combo-Decks, wenn die am Zug sind. Und wir haben jetzt im letzten Jahr gesehen, dass wir so Karten wie Book of Moon, Enemy Controller, Book of Eclipse, dass wir die mehr gesehen haben, weil die Handtraps nicht so super entscheidend waren in den jeweiligen Duellen. Mittlerweile sind wir wieder so im kleinen Handtrap-Format, weil Manadium schon echt ein bisschen ekelhaft ist. Und ein paar der anderen Combo-Decks, wie jetzt die Infinite Knights-Sachen, auch schon ein bisschen eklig sind. Aber das sind halt so Formate, die mal kommen und die mal wieder gehen, je nachdem, was für Decks halt rauskommen oder was die Bandlist halt macht. Wirklich zum Spielen kommt. In einem Boardbreaker-Format darfst du zwar spielen, aber du musst halt hoffen, dass dein Gegner nicht einfach Dark Ruler Super Poly hat, um dein Board zu outen. Ja. Die Idee von Handtraps und die Idee von Boardbreaker-Karten sind an und für sich gute Ideen, um Interaktionen hervorzubringen und Going-First-Decks entgegenzuwirken. Aber wenn ein Format an einem Punkt ankommt, wo du dein Deck voll mit diesen Karten stopfen musst, um überhaupt eine Chance haben zu spielen zu können, ist vollkommen egal, ob es ein Boardbreaker- oder Handtrap-Format. Das ist an der Stelle aber dann auch egal, ob es ein Boardbreaker- oder ein Handtrap-Format ist. Zweimal, was richtig ist. Das eine ist ein Haufen Hundescheiße, das andere ist ein Haufen Pferdescheiße. Und es ist mir an dem Punkt auch egal, ob ihr argumentiert, welches von beiden Tieren euer Lieblingstier ist. Am Ende ist beides einfach nur ein Haufen Scheiße. An der Stelle möchte ich aber auch wieder etwas Positives sagen. Denn zum einen will ich nicht, dass das Video zu negativ wird, sonst müsste ich den ganzen so einen dummen Clickbait-Titel wie Warum ich Yu-Gi-Oh! Hasse oder Warum Yu-Gi-Oh! Scheiße ist geben. Zum anderen hat Konami in den letzten Jahren auch immer wieder öfters einzelne Karten herausgebracht, die meiner Meinung nach ein sehr positives Bild von der Zukunft. Was ich damit meine, sind Karten, die nicht nur Going Second in dein Deck packen kannst, wie Dark Ruler zum Beispiel, die Going First einfach tot sind, sondern Karten, die du in deinem Deck reinpacken kannst, aber die einen Boost bekommen, wenn du Second gehst. Ecclesia von den Swords, Baron de Fleur, Kashtira Fenrir und selbst Karten wie Scarecrow Reich Phobia. Das sind alles Karten, die du in deinem Deck going. Okay, ich weiß, worauf hinaus möchte mit Baron de Fleur, mit der kann er auch noch Karten schießen, wenn du halt Second gehst. Aber ich würde jetzt Baron de Fleur nicht als Paradebeispiel dafür nehmen, dass das gutes Kartendesign ist, weil Omni Negates,
Level 10, fast jeden Deck baubar, 3000 DK, kann eine Karte zerstören, kann in der Sandbag-Phase aus dem Friedhof was zurückspecialen. Die macht schon ziemlich viel. Ich glaube, die würde ich nicht als Karte da hinzunehmen. Aber ja, der Punkt ist auf jeden Fall valide, dass wir sagen, wir haben Karten bekommen, die Go First ziemlich gut sind, aber Go Second noch ein bisschen besser sind. Das ist an sich ein guter Punkt. Was spielst, aber die haben einfach einen nützlichen Bonus, wenn du Going Second gehst. Zum Beispiel können sie eine Karte extra poppen oder sich specialen im Falle von Ecclesia. Ich hoffe einfach an der Stelle, dass wir diesen Trend beibehalten und zukünftige Archetypes noch mehr von diesen Zusatzeffekten bekommen. Dass wir Karten haben, die auf jeden Fall in unserem Main Deck Going First spielen, aber die helfen dann auch Going Second, wenn sie da noch einen Boost bekommen. Dass man das Ganze anstatt mit Handtraps und Boardbreakern, dass man das Ganze so versucht, auf eine mehr natürliche Weise zu regulieren. Ja, das ist ein guter Weg. Handtraps sind maximales Handotraps. Bin gespannt. Okay, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den einige Casuals nicht mögen werden. Immer wieder kommt in so einer Diskussion das Thema auf und ich wollte es einfach nur der Vollständigkeit halber mitnehmen. Nicht, weil ich der Meinung bin, Handtraps was Schlechtes wären, sondern einfach nur, weil ich klarstellen wollte, warum sie dabei helfen, das Spiel zu stabilisieren. Dabei möchte ich aber eine klare Differenzierung machen. Karten wie die Dimension Shifter oder Dron Lockbird sind keine Handtraps. Das sind Floodgates, die man von der Hand aktiviert, weil sie den ganzen Spielzug über andauern. Handtraps in meiner Definition sind Karten wie Imperm, Ash Blossom oder Bastilles. Karten, wo ihr 1 vs 1 mit eurem Gegner tradet. Und den Impact, den dieser Trade hat, hängt dann ganz vom Deck des Gegners ab, wie gut ihr das Deck kennt, wie gut ihr seine Ressourcen kennt und wie gut ihr quasi ihn gelesen habt. Dadurch kommt dann der Skill ins Spiel. Nicht jedes Deck, das ein starkes Endboard aufbauen kann, kann auch durch mehrere Handtraps durchspielen. Sollte der Gegner dennoch weiterspielen, ist sein Endboard meistens deutlich schwächer und ihr habt eine viel größere Chance, in eurem eigenen Zins in eurem Deck dann durchzuspielen. Das ist dann auch der Punkt, den Casual-Spieler häufig missverstehen. Denn die Decks von vor 10 Jahren, die hatten meistens nur ein Play oder eine Combo-Line. Wenn ihr also ein solches Deck spielt und pro Spielzug nur ein Play habt, effektiv, der hat eine Karte. Dann, ja, natürlich, dann ist jede Interruption ein Turnender für euch. Aber so funktionieren aktuelle Decks einfach nicht mehr. Viele ziehen hier einen Vergleich von Yu-Gi-Oh! Zu anderen Kartenspielen wie Hearthstone oder Magic. Selbst wenn ihr der beste Hearthstone-Spieler der Welt seid und eure Hand die beste Custom-Hand ist, die ihr euch wünschen könnt, könnt ihr die ersten paar Spielzüge fast nichts machen. Grund dafür ist ein Mana-System, das reguliert, wie viele Karten ihr pro Spielzug aktivieren könnt. Mhm. Yu-Gi-Oh! Hat kein solches System. Ihr könnt euer gesamtes Main-Deck und Extra-Deck sofort verwenden, ihr könnt jede Karte in eurer Hand sofort ausspielen. Das sorgt nun mal dazu, dass ein immer größer werdender Fokus auf Interaktion im gegnerischen Spielzug liegt. Diese Interaktionen können in verschiedenen Formen auftreten. Das können Negates sein, Zerstörungseffekte wie zum Beispiel Sprite Smashers oder Icarus Angriff in verschiedenen Formen, sowie auch Karten wie Buch des Mondes und, ja, Handtraps. Das Konzept mit, ich spiele meinen Spielzug komplett durch, dann spielst du deinen Spielzug komplett durch, dann im heutigen Yu-Gi-Oh! Einfach undenkbar. Das war doch aber auch noch nie so. Also, sagen wir mal so, das war doch in Yu-Gi-Oh! Auch noch nie so. Es gibt ja nicht umsonst dieses Meme mit You activated my trap card. Weil der in Yu-Gi-Oh! First gegangen ist, doch eigentlich immer den Vorteil hat, dass er halt irgendwie Traps legen konnte, die den Gegner daran hindern, irgendwas in seinem Zug zu machen. Ich weiß halt nicht, wie das in anderen Kartenspielen ist. Da bin ich komplett raus. Ich habe nicht viele von diesen Kartenspielen gespielt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du spielst deinen Zug, dann spielt der Gegner seinen Zug und dann kollidiert ihr in der Battle Phase oder in ihrem Kampfsystem. Und der danach rausgewinnt, cool. Es wird doch garantiert auch irgendwelche Sachen geben, die halt den Gegner daran hindern können, dass er irgendwas tun kann, wenn ihr First gegangen seid. Und wir haben auch jetzt einfach mit den Handtraps die Möglichkeit bekommen, seitdem die raus sind, dass wir in unserer Runde, die wir dran sind, den Gegner quasi daran hindern können, ein Board zu machen, das wir nicht brechen können. Oder dass wir zumindest eine Chance haben zu gewinnen. Das finde ich persönlich auch einen schönen Ansatz. Denn was viele immer missverstehen ist mit dem so, ja, ich kriege keine Chance halt, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Und ich denke mir halt immer so, ja, aber die Arten von Interaktionen sind doch genauso viele. Wenn ich jetzt damals mir so Early Yu-Gi-Oh! Angucke und ich sage, okay, ich spiele dieses Spiel, weil X ist ja auch scheißegal. Mache ich ein Monster mit 18 Angriffspunkten, Lajin zum Beispiel. Dann gucke ich meine Hand an und sage so, okay, ich habe kein Monster, was da drüber kommt. Ich kann nichts machen. Ich setze ein Monster. Der Gegner ist wieder dran. Also ich habe eine Aktion gemacht. Das ist das Gleiche, als wenn der Gegner irgendeine Combo macht und du aktivierst eine Handtrap. Hast du eine Aktion gemacht. Du bist zwar nicht am Zug gewesen, aber das ist doch von den, wie interagiere ich mit dem Spiel, auch trotzdem genau das Gleiche irgendwie. Na klar, es ist halt irgendwie auf eine andere Weise, aber die Interaktionen selber sind doch irgendwie nicht anders. Und wenn der Gegner damals Monster gemacht hat, weil es einfach zu stark war, weil es nicht outen konnte, dann habe ich halt auch verloren. Das gleiche ist halt wie heute, wenn der ein Monster hinlegt, was ein Tower ist, das kann ich nicht outen, dann verliere ich halt instant. Das war aber schon immer so. Deswegen, diesen Punkt verstehe ich immer nie so, warum Leute das sagen. Hat er jetzt natürlich nicht gesagt, aber
Ich verstehe das aber nicht, warum das immer so ein Argument ist, mit dem so, ja, ich spiele ja gar nicht mehr mit. Keine Handtraps und keine Interaktion im gegnerischen Spiel zu geben würde, dann würde es nur noch Solitärdecks geben. Ich denke, an der Stelle ist es einfach Zeit für Yugi Boomer zu erkennen, dass das Spiel sich einfach weiterentwickelt hat. Wenn es euch nicht gefällt, dann, so leid es mir tut, ist das Spiel halt einfach nichts mehr für euch. Manchmal kommt es halt einfach im Leben zu Veränderungen und ich weiß, es kann für den einen oder anderen ungewohnt und auch frustrierend sein. So richtig, so, oh mein Gott, es gibt Veränderungen. Diese alte Zeit, an die ihr euch gern zurückerinnert, wo ihr noch auf den Schulhof gegangen seid und Yu-Gi-Oh! Gespielt habt mit euren Freunden, das ist vielleicht einfach vorbei. Das war auch bei mir nie wirklich so Yu-Gi-Oh! Es ist Zeit zuzugeben, dass sich das Spiel in all der Zeit weiterentwickelt hat. Ist Yu-Gi-Oh! Einfach nicht mehr das, was es früher einmal war? Vielleicht ist einfach diese Zeit von dem alten, langsamen Yu-Gi-Oh! Außer ihr spielt Floodgate. Floodgates. Oh, kommt schon, jetzt tut man nicht so, als ob ich nicht erwartet hätte, dass dieser Punkt früher oder später im Video kommen musste. Ja. Floodgates sind im Allgemeinen Effekte, die das ganze Duell oder zumindest den ganzen Spielzug andauern und es einem Spieler verbieten, eine gewisse Art von Karten überhaupt erst auszuspielen oder Effekte überhaupt erst zu aktivieren. Floodgates. Dimensionshifter und Roll hatten wir ja bereits genannt, aber auch Karten wie Dimensionsbarriere, Baguska, Dweller, das sind alles Karten und Effekte, die es dir verbieten, überhaupt erst am Spiel teilzunehmen. Und auch wenn es solche Karten mit Floodgate-Effekt ist doch die am weitesten verbreitete Form eines Floodgates die permanente Fallenkarte. Skill Drain, Gozenmet, Rivalry, ihr wisst schon, wovon ich rede. Yep. Diese Karten sind meiner Meinung nach das, was weniger Bewanderte von Handtraps behaupten. Denn im Gegensatz zu Handtraps bleiben diese Floodgates bis zum Ende des Spiels auf dem Feld. Yep. Es gibt kein Outplay-Potenzial, wenn der Gegner zum Beispiel eine Ash Blossom hat. Ich als Turnspieler viele Möglichkeiten, das zu umspielen. Eine suboptimale Line gehen, wo ich einen Gate vorher rausbekomme, bevor ich meine wichtigsten Karten aktiviere. Ich kann Chain blocken. Oder ich kann irgendwelche anderen Effekte zuerst aktivieren und versuchen, die Ash Blossom zu baiten. Diese Form von Skill und Outplay-Potenzial des Handtraps nicht nur ermöglichen, sondern aktiv zwischen den Spielern fördern, existiert nicht mit Floodgates. Nö. Was für ein Outplay-Potenzial hast du, wenn der Gegner einfach in der Draw-Phase Anti-Spell Skill Drain flippt? Sieh Cosmic Cyclone zweimal. Der andere gegeben, der schreibt, du redest über Floodgates, aber in Draco Slayer hast du doch selber Necro Valley und Sloth gespielt. Ja. Ja, das ist natürlich richtig. Ich habe Floodgates wie Dweller, Necro Valley und Sloth gespielt, weil es die einzige Möglichkeit war, in einem Format mit Tier-Ishizu zu überleben. True. Denn wenn du denen eine Chance gibst zu spielen, hast du verloren. Joa. Also ihr könnt mir ruhig meinen Sloth und mein Secret Village und was auch immer aus Draco Slayer wegnehmen. Könnt ihr alles bannen, könnt ihr alles wegnehmen, ist mir vollkommen egal, solange diese anderen Floodgates auch alle verschwinden. Floodgates. Bevor ich das Video zum Abschluss führe, möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen, den ich versucht habe, so gut es ging aus der Diskussion rauszuhalten. Let's go. Fun. Das hat doch rein gar nicht. Spaß ist der Hauptpunkt, der von einigen angesprochen wird, wenn sie Yu-Gi-Oh! Kritisieren. Und das ist dann meistens auch der Moment, der mir am meisten aufstößt. Ja. Handtraps machen keinen Spaß. Ich muss fairerweise sagen, ich meine, Spaß definiert ja jeder für sich selber. Und ich persönlich bin so ein Mensch, ich habe halt Spaß daran, Decks zu bauen, das nur testen und dann damit halt zu spielen. Gewinnen macht auch Bock, aber es ist viel cooler, wenn das Duell ein cooles Duell ist. Und wenn man sein Deck so aufbaut, dass es halt cool ist, mit dem Gegner zu spielen, ich glaube, da hat man auch viel mehr Spaß. Und ich glaube, wenn man halt Probleme damit hat, mit seinem Deck gegen Handtraps zu spielen, dann sollte man vielleicht gucken, ob man ein anderes Deck spielt, wenn man halt wirklich halt da weiterhin spielen möchte, weil man kann ja nicht erwarten, dass die anderen halt andere Sachen spielen. Wenn man selber halt damit nicht mitkommt, weil dann haben die offensichtlich auch Bock da zu spielen, sonst wären die ja nicht da. Oder mit seinen Freunden spielt auf einem ähnlichen Power-Level. Ich glaube, dann hat man halt mehr Spaß. Terra-Decks machen keinen Spaß, etc. Jedoch habe ich jetzt auf meiner Seite versucht, den Faktor Spaß aus meinen Argumenten rauszuhalten. Ja, der Grund dafür ist einfach. Spaß ist subjektiv. Exakt. Ein Beispiel. Ich habe an der German Nationals mit Ad Ignista teilgenommen. Böse Zungen möchten das Deck jetzt als Solitärdeck mit einem Haufen Handtraps zusammen. Und ich kann es falsch beschreiben. Auch wenn das Profil ein wenig geknickt war, was hauptsächlich daran lag, dass ich mit dem Endergebnis nicht so zufrieden war, wie es hätte sein können, hatte ich dennoch mit dem Deck eine Menge Spaß. Und das Ganze lag einfach an drei Punkten. Vorbereitung, Ausführung, Profil. Ich habe mich vor dem Event hingesetzt und Deckbuilding betrieben und mir eine unique Combo ausgedacht, welche ich in der Form noch nirgends auf YouTube oder sonst irgendwo gefunden habe. Diese Combo dann vor Ort, umgeben von all den kompetitiven Spielern in einem echten Event durchzuführen, hat mich in der Tat sehr stolz gemacht. Es hat auch sehr Spaß gemacht. Mein Spaß in dem Sinne kam nicht von der Interaktion im Game, sondern dadurch, dass quasi meine längere Vorbereitungszeit sich ausgezahlt hat und mir die Games gewonnen hat. Aber, wie ich bereits gesagt habe, das war meine subjektive Wahrnehmung.
Kann gut sein, dass meine Gegner weniger Spaß haben. Möglich. Genau darum möchte ich auch, dass ihr, wenn ihr einen Kommentar schreibt, bitte tut mir den Gefallen, lasst den Fun-Faktor raus. Redet ruhig über Fairness, über Interaktion. Ich finde, man kann schon über Spaß reden. Am Ende des Tages ist es ja ein Hobby und ein Hobby soll meiner Meinung nach Spaß machen. Nur Spaß ist halt für jeden halt was anderes. Und klar, wenn du Spaß hast, hat dein Gegner nicht unbedingt auch Spaß. Aber das ist ja bei irgendwie jeder Spaßvariante so. Wenn ihr jetzt, weiß ich, ihr spielt Smash Bros. Zusammen und du wirst halt komplett hops genommen, so, dann hat der andere halt auch keinen Bock, weil er halt komplett die Fresse bekommen hat. Aber das ist doch dasselbe Prinzip, wenn man bei Yu-Gi-Oh! Die Fresse bekommt. Deswegen ist halt für mich so Spaß, der verliert, also gerade wenn es zwei sind, die gegeneinander spielen, hat der verliert in der Regel nie so viel Spaß, wie der gewinnt. In der Regel. Aber lasst subjektive Themen bitte außen vor. Jeder versteht Spaß anders und ich will jetzt nicht, dass irgendwer meint, definieren zu müssen, was anderen Leuten gefälligst Spaß zu machen hat. Das ist auch ein Punkt, ja. True. Damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Schreiben wir den mal einen Kommentar. Im Großen und ganz solides Video. Mal ein bisschen Support und Liebe da lassen. Und an dieser Stelle sage ich es nochmal, es war meiner Meinung nach ein solides Video. Ich habe ein paar Kritikpunkte. Ich werde das auch auf YouTube hochladen, also wenn ihr es seht, lasst mal ein Like, ein Abo da und geht mal zu Iro rüber und guckt mal, was er sonst so treibt. Ich habe ja keine Ahnung, was er sonst so treibt, aber es war auf jeden Fall sehr ruhig erklärt, was ich an sich ganz cool finde. Wenn ihr mehr Reactions von mir sehen wollt, habe ich einmal da einen Channel, da könnt ihr drauf gehen, das ist mein Zweitkanal, da habe ich ganz viele Reactions zu verschiedenen Themen gemacht. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.